Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir Kabu, den Feuer-Arena-Typen, besiegt. Und in dieser Folge gehen wir in die Naturzone Richtung Claw City. Und ich habe, aber in der Zwischenzeit, ich schlage hier immer mein Mikro, falls euch das wundert. Ich habe hier in der Zwischenzeit ganz viele Porentas nochmal gefangen, beziehungsweise gesucht. Und ich kann euch einen Tipp geben, weil die erscheinen ja hier in diesem Gebiet. Da gibt es übrigens auch einen Tipp, Leute. Ihr könnt einfach in den Pokédex gehen, wenn ihr das noch nicht wusstet. Und da stehen ganz witzige Sachen drin. Guck mal, auch die empfohlenen Pokémon. Und dann anscheinend gibt es hier in der Nähe einfach einen Knapfel im Wasser. Mann, wieso schlage ich immer mein Mikro? Hört man das überhaupt? Keine Ahnung. Und dann könnt ihr einfach in den Pokédex gehen, Leute. Und ich habe jetzt ja nach Porenta gesucht. Und dann könnt ihr X drücken. Und dann seht ihr, aha, hier erscheint er. Und da erscheint er auch. Also überall, wo diese komischen Symbole sind. Sehr interessant, falls ihr halt nach einem speziellen Pokémon sucht, das ihr irgendwann mal gesehen habt, aber nicht wisst, wo es herbekommt. Ich habe das jetzt so gemacht, statt immer wieder hin und her zu fahren, bin ich immer in die Pension gegangen. Und dann wieder rausgegangen. Und dann habe ich einfach immer hier links geguckt, ob da jetzt vielleicht ein Porenta ist. Und wofür brauchte ich ein Porenta? Oh, erstmal schlüpft hier noch ein Evoli, wie es aussieht. Und es ist shiny! Immer noch nicht, Mando. Das vierte Evoli, das ich schlüpfen gelassen habe, tun und es ist immer noch nicht shiny, das geht doch nicht. Jedenfalls musste ich die Porentas fangen, denn ich habe ja in den letzten Folgen erzählt, dass Porenta sich nur entwickelt, wenn es 3 kritische Treffer landet während eines Kampfes und dafür braucht ein Porenta aber zum Tragen das Item Lauchstange. So, und laut Randig und dem Internet trägt ein wildes Porenta zu 50%, also jedes zweite Porenta angeblich, so eine Lauchstange. Und ihr seht jetzt, ich habe hier 5 Porentas. Eins habe ich noch im Team, nämlich Fly. Und eins hat der Randig bekommen, weil anscheinend gibt es Galar-Porentas nicht in Schild. Und er hat Schild und ich habe Schwert, die Version. So, und das sechste hier, nee, das siebte Porenta. Mein siebtes Porenta hatte erst diese blöde Lauchstange. Obwohl eigentlich jedes zweite eins haben sollte. Also ich habe mega viel Pech da. Jetzt habe ich auf jeden Fall ganz viele tolle Porentas. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, oh, der Dizzy hat ein Gengar. Wie kommt das denn zustande? Ich habe ein bisschen getauscht mit dem Rannik zusammen. Deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel auch, wo wir gerade dabei sind, Galaponita gibt es nur bei Schild. Und deswegen habe ich im Austausch für mein Porenta von dem guten Rannik hier einen Galopper bekommen, das ich nicht benutzen werde, aber nur damit ihr es mal gesehen habt. Ja, und wir haben alles mögliche hin und her getauscht. Werde ich vermutlich im Hintergrund einfach einblenden, was wir da alles gemacht haben. Dann geben wir diese Lauchstange jetzt einmal dem Fly. Ein Item, das von Porenta getragen werden kann. Diese lange Lauchstange erhöht die Volltrefferquote stark. So. Schön. Porenta oder Fly, du hast jetzt eine Lauchstange. Jetzt müssen wir nur noch 3 Crits damit landen irgendwann. Deswegen werde ich jetzt auch mal Porenta nach vorne packen. Denn das geht wahrscheinlich einfacher, wenn er noch nicht allzu stark ist. Dann muss er 3 Crits machen und dann bin ich sehr gespannt auf die Weiterentwicklung. Aber ja, soviel dazu. Jetzt werden wir in Richtung Claw City gehen. Doch zunächst hat sich der Randig noch dazu bereit erklärt, weil ja sein Stinktier da nicht mehr im Team ist, dass er dann gerne das Gengar sein wollen würde. Und somit heißt unser weibliches Gengar, by the way, jetzt Ranixon. Ja, und wer sich jetzt wundert, warum wir da so viel getauscht haben, es gibt halt sau viele Pokémon irgendwie. Und in diesem Spiel noch mehr als sowieso schon es schon gab. Wo man halt einen Tausch machen muss, damit sich die Pokémon entwickeln. Also die entwickeln sich nicht dadurch, dass man denen irgendwie einen Stein gibt oder sowas. Oder halt sie einfach nur levelt. Wie bei fast jedem anderen Pokémon, sondern es gibt tatsächlich Pokémon, die man tauschen muss. Das gab es auch schon damals, wo man dann so eine Link-Kabel haben musste bei Game Boy Color. Will ich gegen dich kämpfen? Na gut. Und dann muss man sich tatsächlich physisch in der realen Welt treffen und dieses Kabel haben, um seine Pokémon zu tauschen. Denn damals gab es ja auch natürlich schon Gengar. Und damals war das halt auch schon so. Das weiß ich noch. So, Kneifel, Level 36. Wir setzen auf jeden Fall Wirbler ein, weil Wirbler wahrscheinlich eine höhere Crit-Treffer-Chance hat. Fuck ja, so wird das aber nix. So, da war ja auch gar kein Schaden hier. Und Volltreffer war es auch nicht. Und wir haben uns auch noch selber getroffen? Wegen dem Hagel. Nicht wegen Wirbler. Ja, das ist aber schlecht. Vor allem, der greift einfach vor uns an. Dann ist er ja ganz offensichtlich Eis. Dann Fly, deine Zeit wird noch kommen, wo du deine 3 Crits machst, aber anscheinend nicht gegen Kneifel. JC, regel das mal bitte kurz. Achso, Jay hat noch einen Flammenwurf erlernt mit Level 32. Hatte ich jetzt leider auch nicht mit auf Kamera. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also, Jay ist halt Level 32 geworden, als ich die Porentas gefangen habe. Da konnte ich nichts für. Ich hatte schon Angst, dass sich irgendwas entwickelt, während ich das mache. Aber jetzt hat sich zum Glück nichts entwickelt. Außer das Apollo beim Tauschen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Flammenwurf sogar stärker ist als Einäschern. Das macht 90 stärker, das hat 60. Ja, also Flammenwurf ist die neue Superattacke von JC.
Nee, das Native von JC ist anscheinend auch höher als von Kneifel. Ich wollte es eigentlich fangen, gell? Na, egal. Ich denke irgendwie manchmal nicht nach. Und ja, ich habe ja gestern die Folge um 3 Uhr morgens aufgenommen und wenn ihr euch jetzt fragt, wann ich diese Folge hier aufnehme, um 0.45 Uhr. Also ich würde es jetzt eigentlich gegen Sandwirbel austauschen. Die Sache ist, wir können ja auch Sandwirbel einfach von Anfang an einsetzen, was die Genauigkeit von dem Gegner senkt. Und dann können wir halt super oft angreifen mit Fly, ohne dass er dann vielleicht stirbt, in der Hoffnung, dass er dann halt 3 Crits landet. Oder wir packen Wirbler dafür weg. Ich glaube, ich packe Wirbler dafür weg. Das passt schon. Ich hoffe jetzt, Wirbler war nicht die Attacke, die wirklich so viel Crit-Chance hatte. Und dann lass gucken. Hallo, bist du eine Trainerin oder was willst du? Ich bin ziemlich stark und steinreich noch dazu. Wie wär's mit deinem Pokémon-Kampf? Du bist steinreich? Na dann los. Geld kann ich gerade gut gebrauchen. Ich glaube, ich habe nicht mehr 15.000. Die Vanessa. Ich finde gut, dass du in der Naturzone die nicht einfach gegen dich kämpfen, sondern dass du die tatsächlich ansprechen musst. Ein Kickalo! Hat die einfach auch ein Kickalo. Genauso wie Hopp, Mando. Und die hat sogar 3 Pokémon. Okay, die ist heftig. Okay, wir probieren mal unsere neue Attacke hier aus. Abschlag. Vielleicht hat die ja sogar ein Item dabei. Alles klar. Ach fuck, der ist auch... Ist der auch Kampf? Das war auf jeden Fall eine Kampfattacke, oder? I'm not quite sure. Volltreffer! Ja, Fly, du bist allergeilste. Okay, warte. Wie machen wir das jetzt? Zählen die Crits auch, wenn ich Fly jetzt austausche und dann wieder reinpacke? Oder wenn er stirbt? Man weiß es nicht. Muss das in einem Pokémon-Kampf sein? Bitte triff nicht. Oh nein, okay, Fly ist tot. Wir werden es rausbekommen. Er hat auf jeden Fall jetzt einen Crit schon gelandet. Wenn wir noch 2 hinbekommen, dann könnte er sich eventuell entwickeln. Ja, Radixon, dann bist du jetzt mal dran. Mit Gengar habe ich nämlich tatsächlich noch gar nicht gekämpft. Oh, Gengar ist so cool. So ein geiles Design. Ich liebe es einfach. Jetzt, ohne Witz, Gengar ist richtig cool. Ich habe sogar ein Gengar-Stofftier einfach. So, Fly wird wiederbelebt. Noch eine. Wieso macht er die ganze Zeit Nitro-Ladung? Das ist voll uncool. Okay, Kickalo werden wir kurz mit Ranixon vernichten. Hier, spüre diese Bürde. Bürde! Ich liebe Geist-Pokémon, ey. Ich liebe sie wirklich. Ach, Gengar. Meine große Liebe, als ich Kind war. Jetzt ohne Witz. Aua, diese doofen Hagelkörner. So, Fleckleon, das ist... Die hat einfach die 3 Starter, oder wie? Die 2. Entwicklung von den ganzen Startern hat sie. Ja, wir wechseln auf jeden Fall wieder zu Fly, der nicht voll Leben hat, aber das wird schon passen. Ich möchte auf jeden Fall halt wirklich gucken, ob das jetzt zählt mit den 3 Crits. Wieso greift sie aber immer als erstes an? Das ist super uncool. Ja, tschüss, Fly. Jetzt macht der einfach einen Volltreffer, oder was? Das war aber anders geplant. Tja. Dann muss Alexandros rein. Dann wird das, glaube ich, nichts mit Fly heute. Es sei denn, haben wir einen Top-Beleber oder sowas? Ja, haben wir. Wir haben sogar 2. Komm, Fly, du kriegst das hin mit deinen 3 Crits heute. Tränendrüse. Das macht ja wohl keinen Schaden, ne? Oh nein, mein Angriff und mein Spezialangriff. Gut, wir wissen, Rasierblatt macht mehr Schaden. Also, one-hitte den einfach mal. Wird wahrscheinlich kein One-Hit, oder? Nee. Habe ich schon fast gedacht. Weil er mich halt auch gerade geschwächt hat. Und das darf man nicht unterschätzen, diese Schwächung. Ist tatsächlich krasser, als man zunächst annehmen mag. Ich weiß nicht, wie ihr früher immer Pokémon gespielt habt oder so. Aber ich bin früher immer nur auf Damage gegangen und sowas. Und diese Statusänderungen und sowas, die waren mir sowas von egal. Weil die haben mir erstmal kein Damage gemacht. Und das findet man als Kind zumindest nicht so cool. Aber ich glaube, in Pro-Play sind Statusveränderungen und sowas richtig OP. Fleckleon stirbt einfach an den Hagelkörnern. Das ist in Ordnung. Und wir haben jetzt sogar die Egelsamen draußen. Heißt, wir können jetzt Fly einwechseln. Wir sehen jetzt auch mal dass die 2. Entwicklung von dem Pflanzen-Starter-Pokémon. Das heißt, wenn Fly jetzt Leben verliert, dann kriegt er auf jeden Fall auch wieder durch Egelsamen wieder was zurück. Nicht viel, weil jetzt ein Pflanzen-Pokémon kommt, aber trotzdem. So, Abschlag. Bitte sei ein Crit. Bitte sei ein Crit. Bitte. Ja! Okay, dann wäre das jetzt der 2., wenn das zählt. Keine Ahnung, ob das wirklich zählt. Okay, aber der crittet ja richtig häufig mit Abschlag. Oh nein, nicht die Rasierblattattacke. Oh mein Gott! Why? Die können doch nicht so stark sein. Die sind auch nur Level 30, genauso wie Fly. Boah, ultra uncool. Okay, wir packen Memeon rein. Nee, Memeon ist kacke. Gegen Pflanze. Okay, dann kommt nochmal Alexandros rein. Pflanze gegen Pflanze, dann kann er den kurz wegtanken. Die Sache ist halt, mit Memeon hätte ich diese eine Attacke machen können, dass er angreift. Und sich dann auswechselt. Das wäre halt mega cool gewesen. Ich setze nochmal einen Top-Beleber ein. Die kosten garantiert 4000 Poké-Dollar oder sowas. Also das ist jetzt ein richtig teurer Kampf. Aber ich möchte, dass Fly bitte noch einmal cool angreift.
Und wenn er jetzt gleich nämlich noch einen Crit macht, dann bin ich ja zufrieden. So, ich wechsle nochmal aus. Das ist jetzt auch irgendwie für die Wissenschaft, Leute. Das ist ein wissenschaftlicher Kampf hier. Wenn das jetzt zählt, dass Fly zweimal oder dreimal, keine Ahnung, wie oft er jetzt schon gestorben ist. Ich glaube dreimal, ne? Ja, genau, wieso setzt er da Rasierblatt ein, als wenn er wüsste, dass ich mit Fly hier irgendwas mache? Willst du mich vollkommen verarschen, oder was? Warum sollte der Rasierblatt einsetzen, wenn ich Exandros drinne habe? Die weiß, was ich hier vorhab. Oh Gott, okay, ich muss nochmal einen Supertrank einsetzen. Bitte bleib mal im Leben jetzt. Ja, was macht der Gegner? Noch ein Rasierblatt? Natürlich, why not? Kannst du mal aufhören damit? Greift er als erstes an? Wahrscheinlich schon. Ich probier's trotzdem mal. Los, Abschlag! Mach bitte den Abschlag als erstes! Bitte nicht treffen! Mann, jetzt ist doch Fleisch schon wieder tot! Super dummer Kampf. Mann, so wird das nie was mit den drei Crits. Was soll ich denn machen, Leute? Was soll ich denn machen? Und was ist mit den Ekelsamen? Ach, die zählen nur für ein Pokémon oder was? Sind die nicht die ganze Zeit da? Ist ja super dumm. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Wiederbeleber hier einsetzen. Habe ich überhaupt noch welche? Oh Gott, da. Ja, 10 Stück habe ich noch. Aber ich habe halt keine Top-Beleber mehr. Sie setzt einfach permanent Rasierblatt ein. Ist sie bescheuert oder was? Das ist total doof. Ja, ich werde Fly nicht nochmal einsetzen. Ich setze jetzt eine These ein. Was hast du nun davon? Synthese! Hält uns das eigentlich ganz voll? Oder wir müssen mal gucken. Wir hatten 34. Und es geht auf 58 tatsächlich nur. Das ist ja nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, das heilt mehr. Mindestens voll. Gut, da er die ganze Zeit Rasierblatt einsetzt. Nö, ist jetzt nochmal Synthese ein, weil ich sonst meinen Exandros gleich heilen muss. Beim Trank. Und das ist mir gerade zu teuer. Wie, die gibt mir nicht viel Geld. Na gut, dann töten wir kurz das Schimmstix. Alexandros hat nämlich eine größere Initiative als der. Fly hat leider eine zu geringe Initiative. So, ich erwarte jetzt mindestens 10.000. Tja, gegen mich zu gewinnen ist kein Pappenstiel. Okay, du bist echt der Meister der Naturzone. 18.000! Die hat einfach unsere Poké-Dollar verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Du bist ziemlich stark. Pass auf, als Belohnung für deinen Sieg verrate ich dir, was in der Naturzone gibt es viele Items zu finden. Wenn du sie fleißig aufsammelst und verkaufst, wirst du irgendwann steinreich, genau wie ich. Wart's nur ab. Bald bin ich noch stärker, also komm ruhig mal wieder auf einen Kampf vorbei. Dann hat sie bestimmt die dritte Entwicklung. Ach, jetzt ist sie sogar weg. Ja, lol. Hat sie bestimmt die dritte Entwicklung irgendwann. Das war jetzt aber ein sehr teurer Kampf. Wir haben auch ein bisschen Geld zurückbekommen, aber ich habe bestimmt über 10.000 Poké-Dollar jetzt da reingesteckt. Und es hat mir nicht mal was gebracht, weil Fly sich nicht entwickelt hat. Okay, you know what we do? We will give the Münzamulett Tyrannixon, damit wir mehr Geld bekommen. Seine Initiative ist sogar gut. Rot war gut. Ja, rot war gut. Das heißt, deine Initiative ist schon ganz geil. Ich habe leider nichts, was den Initiativewert erhöht. Das ist voll schade. Naja, vielleicht finden wir da noch irgendwas. Wir gehen auf jeden Fall... Oh, hallo, Weiterentwicklung von irgendwas. Von Miauzi, Klauzi, Schnauzi. Diesen lilanen Mautz-Ding halt. Kleopatra, haben wir auch schon mal gesehen. Haben wir aber, glaube ich, noch nicht gefangen. Level 28. Okay, das kriegst du ja wohl hin. Guck mal, das ist sogar nicht sehr effektiv. Komm, da können wir ein paar Mal angreifen. Ich hoffe, der macht jetzt nicht so viel Schaden mit seiner... Okay, mit seiner blöden Kratzfurie, die natürlich häufiger trifft. Drei. Okay, er hat jetzt doch mehr Schaden gemacht, weil sie dreimal getroffen hat. Aber, da das nicht viel Damage macht, können wir damit ein paar Mal Volltreffer machen. Wahrscheinlich aber auch nicht, weil die sonst tot ist mit drei Volltreffern. Hey, was machst du mich sauer, du blöde Kuh? Okay, hier, spüre meinen Volltrefferabschlag. Nicht sehr effektiv. War aber auch kein Volltreffer. Das ist doch doof hier. Gut, dann spüre den Zertrümmerer. Ach nee, dann ist sie tot, ne? Oh nein, what am I doing? What am I doing? I'm killing it. Please, nein, ich will's doch fangen. Ja, shit. Bin heute ein bisschen doof. Mit den Pokémon, die ich eigentlich fangen will. Hier ist die Level 33. Könnte sich auch langsamer entwickeln, wenn ihr mich fragt. Na gut, schauen wir uns mal kurz den Dynawaid an. No way, hier gibt's einfach einen Dooflor? Okay, wir verschieben das mit Fly, dass er sich entwickelt. Das ist jetzt aber doch ein Dooflo, oder nicht? Das ist die Weiterentwicklung von Myrapla und nicht Knofensa, wie ich das irgendwann mal gesagt hatte. Und wenn man dem Dooflo nämlich einen Pflanzenstein gibt, dann würde er sich entwickeln in einen Giflor. So war das nämlich. Oder man konnte ihn auch noch irgendwie in sowas anderes entwickeln, in dieses komische Blumenviech, das sich hier bei Dotea wobbelt. Blumensa. Nein, keine Ahnung. So ein Blumending halt. So, noch eine Glut, dann sollte der im roten Bereich sein. Perfekt. Gut, dass er sich geheilt hat.
Das ist mir sowas von egal, was, dass du mich einschläfern willst. Hat Jaber auch verdient, dass er mal schlafen darf. So, haben wir nicht sogar einen tollen Ball für den? Nein. Okay, dann einfach ein ganz normaler Pokéball. Die müssen ja auch irgendwann mal raus. Ja? Nein? Okay. Dann nochmal. Guck mal, Flieg und Sieg! Yay! Yeah. Perfekt. So, Duflo ist ein Unkraut-Pokémon von Typ Pflanzegift. Sein Stempel sondert einen unglaublich faulen Gestank ab. Dieser stechende Geruch kann selbst bis zu 2 Kilometer entfernte Gegner bewusstlos machen. Stempel ist das weibliche Organ von Pflanzen. Infotainment. Sehr gut. Abgeklatscht. Haben wir noch irgendwas Interessantes, was wir noch nicht haben? Hier sind ganz viele Radixons. Also der alte Radixon. Noch ein paar von diesen Katzen. Oh, ein Beleber. Sehr schön, danke. Brauche ich auch tatsächlich. Nö, also anscheinend gibt es hier sonst nichts Tolles. Dann können wir uns ja den Dainewaid einmal angucken. Vielleicht ist das ja das neue Pokémon. Das sieht mir aus wie ein Hokumil. Dann will ich es nicht haben. Oh, ein Donnerstein liegt hier einfach rum. Ja, lell. Wisst ihr, was wir damit machen? Wir können mehrere Sachen damit machen, Leute. Wir können Pikachu zu Raichu entwickeln. Oder aber ein Evoli zu einem Blitzer machen. Ich glaube, ich mache dieses Evoli hier zu einem Blitzer. Weil der hat Spezialangriff gut. So, hier Level 1 Evoli. Ein Donnerstein für dich. Ja, geil, oder? Finde ich auch toll. Und Evoli digitiert zu Blitzer. Awesome. Haben wir schon die zweite Evoli-Entwicklung. Blitzer ist ein Blitz-Pokémon von Typ Elektro. Wenn es erschrickt oder wütend wird, stellt sich sein Fell auf wie scharfe Nadeln und sticht den Gegner. So ein Elektro-Pokémon hat natürlich auch was, aber ist halt nur Level 1. Ich lasse erstmal Sonkoro noch drin, statt das Blitzer. Da wird sich sowieso noch einiges ändern irgendwie, glaube ich, im Team. So, weiter geht's. Hier stand doch eben noch einer. Hallo! Wenn du die Brücke überquerst, wird's krass, sag ich dir. Was krass dran ist, willst du wissen? Tja, die Pokémon, die da leben, sind krass stark. Ich sagte, wenn du nicht mindestens ein paar Orden hast, wird's bestimmt auch nichts draus, die zu fangen. Aber ich habe ja 3 Orden. Deswegen wird das hier alles easy. Wir sind jetzt in der Naturzone Nummer 2. Ein Relaxo. Und die gute Nickel wollte, dass ich auf jeden Fall ein Relaxo fange. Ein aufgestandenes Relaxo immerhin. Level. Ich bin jetzt sehr gespannt. 36. Kann ich nicht fangen. Relaxo ist bestimmt super stark. Wir probieren mal aus, ob wir hier 3 mal kritten können. Wir greifen zumindest als erstes an. Das ist schon mal ganz schön. Und Relaxo sollte auch einiges aushalten. Ja, guck mal, das war ein Volltreffer. Dann hat er einfach fast gar kein Damage abgezogen. Nein, nicht Body Slam. Ist das nicht eine Kampfattacke? Wow. 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 Ich glaube, ich muss vielleicht auch ein bisschen trainieren. Aber wer ist denn gut gegen so ein starkes Relaxo? Vielleicht Memeon? Ah, das ist die Fly-Sterbe-Folge hier irgendwie. Oh nein, ich brauche gleich mal neue Beleber in der neuen Stadt. Oh, schon wieder Body Slam? Bitte töte nicht mein Mem. Oh mein Gott, macht das alles viel Damage. Alles klar, da wir sowieso nicht fangen können, werde ich eine Pokepuppe einsetzen. Das ist mir hier zu doof. Pokepuppe, los! Verwirre dieses Relaxo. Tschüss. Das ist mir zu stark. Wir geben Fly jetzt ein paar EP-Bonbons. Dann wird er eventuell... Wir geben ihn alle. Alle EP-Bonbons. Alle 13 SEP-Bonbons. 10.040. Ja, ja. Okay, Level 34. Das finde ich sehr gut. Damit er hier mal ein bisschen besser ist. Sogar diese S-Dinger bringen so viel. Das ist ja richtig heftig. Wie bringt denn dann so ein XS-Teil? Hier, komm, auf Level 35 können wir ihn bringen. Erstmal nur ein. Wie viel hat er? Wie viel bringt einer? Nur 100. Ach, XS ist doch sogar kleiner als S, ne? Ja. Extra, extra klein. Geben wir nochmal ein M. Vielleicht langt ja einer. Ja, okay, diese Dinger bringen ja viel zu viel, diese EP-Bonbons. Und eine Heilfeder kriegt er auch noch. Hä? Bringt das jedes Mal ein KP oder was? Der KP-Wert? Basiswert von Fly wurde angehoben. Wurde aber doch gar nicht. Hä? Hey, er hat das trotzdem nur 83. Der hat gar nicht mehr KP bekommen. Okay, ich bin jetzt aber gar nicht so sicher, ob ich hier überhaupt in dieser Zone sein will, wenn hier so starke Pokémon... Oh, ein Rihorn. Welches Level bist du auch wieder so krass? Über Level 30? Level 28, das kriegen wir hin. Come on. Fly, das kriegst du hin. Hier, Volltreffer ihn. Nein, das war kein Volltreffer. Why not? Oh nein, er guckt dich böse an. Angriff gesunken? Initiative gesunken. Wieso denn nicht Angriff? Senk meinen Angriff, damit ich dich häufiger kritten kann. Boah, das wird ja übelst kacke, dreimal irgendwann kritten zu wollen. Ja, genau, er krittet, ne? Ist klar, ist vollkommen in Ordnung. Dann spüre mal jetzt der Trümmer. Dann stirb jetzt einfach. Ach Mann, den brauche ich doch auch noch. Ich fange einfach keine Pokémon mehr. Ich bin zu behindert. Aber immerhin ein Volltreffer. Schön. Dann, wenn ich ihn nicht brauche.
Ich habe die Befürchtung, wir kommen hier heute noch nicht aus der Naturzone raus. Gott, ich habe aber jetzt auch fast keine Tränke mehr und sowas. Das ist irgendwie alles doof, was hier gerade so abgeht. Aber wir probieren es trotzdem nochmal. Mit einer Zornklinge. Vielleicht krittet das ja noch heftiger? Nee. Nö, also vielleicht will heute irgendwie nicht kritten. Keine Ahnung. Dann fangen wir das Rihorn einfach mal. Wird wahrscheinlich nichts, weil der Level 27 ist und ein normaler Pokéball nichts mehr bringt. Ich habe nichts gesagt. Ein Rihorn hatte ich tatsächlich auch in meinem Pokémon Gelb Let's Play. Da war das, glaube ich, der Calibraun, nicht wahr? Der fand das ganz doof, dass ich dir eine komische Attacke beigebracht hat, Raserei oder sowas, wo er immer wieder angegriffen hat. Ein Stachler-Pokémon von Typ Boden, Gestein. Dieses Pokémon ist zwar nicht besonders klug, das passt zu Kali, aber dafür so stark, dass es durch Rammen sogar Hochhäuser zum Einsturz bringen kann. Und hat zumindest die nächste Entwicklung ist sehr cool, die zweite Entwicklung nicht so. Sieht ja so viele komische Pokémon, ey. Ja komm, dieses komische Schneckchen können wir auch nochmal. Ist gar kein Schneckchen. Ist eine Turtle. Hello! Und seine Feuerattacken sind jetzt sogar verbessert, weil es Sonic ist. Sieht man ja, ne? Dass es Sonic ist. Denn senken wir mal seinen Angriff. Sandwirbel Attack. Seine Genauigkeit. Aha, du siehst mich nicht. Und deswegen trifft dein Flammenrad auch nicht. Gut, du blöde Kotstulle. Du hast es nicht alles gewollt. Kommt halt Radixon wieder rein. Was soll das, hä? Was soll hier Clairsmog? Was soll das anrichten? Ah, kann Rannik keine Statusveränderung haben? Das wäre ja richtig krass. Ich möchte mal Nachtnebel ausprobieren. Das soll anscheinend, je nachdem, wie hoch das Level des Gegners ist, mehr Damage machen. Der ist jetzt nur Level 26, aber eventuell macht das ja trotzdem krassen Damage. Nachtnebel! Nee, geht so. Aber Flammenrad macht viel Damage. Dann frisst diese Bürde. Rannixon braucht noch irgendeine Attacke, dass der Gegner eingeschläfert wird oder sowas. Weil dann können wir auch noch die erste Attacke machen, von der ich den Namen schon wieder vergessen habe. Und dann wird der noch mehr Damage machen, tatsächlich. Oh mein Gott! Mameyon entwickelt sich. Level 35 oder was? Jetzt bin ich sehr gespannt. Wie sieht die letzte... Lol. Er ist einfach dünn geworden. Er ist einfach ein Topmodel geworden. Denn Mameyon hat sich zu einem Inteleon entwickelt. Klassischer Student. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er so am Ende aussieht. Ein Geheimagenten-Pokémon, ganz klar, sieht man doch. Zu seinen vielen Geheimtalenten gehört es, Wasser aus den Fingern zu schießen und mit der Membran am Rücken durch die Lüfte zu segeln. Perfekter Geheimagent. Präzisionsschuss. Klingt gut, mach mal. Statt Aquaknarre. Finde ich, sieht jetzt aber auch nicht mehr so cool aus. Die zweite Form sah cool aus, aber die dritte Form jetzt, meh. Meh, 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 muss ich sagen. Meh, 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 meh. So, dieses kleine Ding können wir wohl fangen. Ich glaube, dann werde ich Mameyon doch nochmal austauschen. Feuerarena haben wir auch schon hinter uns. Eventuell könnte er nochmal in der Gesteinsarena, wenn es hier sowas gibt, gut sein. Aber sonst brauchen wir ihn ja eigentlich nicht mehr, ne? Und jetzt, wo er doof aussieht, finde ich ihn halt doof. Ja, ich gehe nach dem Aussehen. So, ist dieses Viech hier ein Käfer-Pokémon? Nein, ist es nicht. Machen wir trotzdem einen Volltreffer auch nicht. Giftspitzen, die machen bestimmt, dass ich vergiftet bin. Nee, wenn das Pokémon ausgetauscht wird, dann ist es vergiftet. Gut, Zertrümmerer vielleicht. Zack, macht den Stein kaputt. Auch nicht. Kannst du denn bitte ein paar Voll... Oh, er kann auch Abschlag. Kannst du denn bitte mal ein paar Krits hier machen? Los, Abschlag. Wenn der Abschlag kann, dann kannst du das auch. Papp. Schlagen wir... Das ist aber... Nee, nicht effektiv, gar nichts. Ja, ach, Fly wird schon nicht sterben. Fly hat eine gute Initiative. Der schlägt ihn jetzt ab und dann ist er tot. Mach hier mal nicht so ein Radauz mit deinem Dü-dü-dü-dü. Wollte ich natürlich auch fangen, aber irgendwie töte ich heute alles. Bin heute in Mörderstimmung. Ja, ich habe so das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Und irgendwie laggt das Spiel gerade. Da ist auch schon wieder irgendein neues Viech. Keine Ahnung. Okay, komm, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz nach Claw City, weil das hier doch länger dauert als... Ein Feuerstein. Willst du mich verarschen? Als gedacht. Warte, wir gucken einmal ganz kurz, ob man JC tatsächlich nur mit einem Feuerstein entwickeln kann. Und ja, es ist tatsächlich so. Gut, wir entwickeln JC zu Vulnona. Yeah, Vulpix. Hab ich mir schon fast gedacht, weil es hat schon echt lang gedauert, dass er sich überhaupt entwickelt. Wir hätten natürlich auch einen Flamara machen können mit den Evolis. Aber so ein Vulnona ist natürlich auch schon,
Schon sehr cool, muss ich sagen. Schon sehr hübsch. Sehr elegant auf jeden Fall. Und nun ein Fuchs-Pokémon von Typ Feuer. Man sagt, es lebe 1000 Jahre und jedem seiner Schweife wohnen übernatürliche Kräfte inne. Und in den letzten Jahren wurde in Naruto eingesperrt, aber nun ist er frei und kämpft für Dizzy. So, schön. Jesse, du bist jetzt ein Vulnoda. Ist das nicht toll? Und jetzt ist mir mal ganz kurz alles hier egal. Blöde Naturzone. Hier gibt's auf jeden Fall ganz toll. Da, ein Rhinoceros. Aber die sind mir gerade alle zu krass und zu heftig und irgendwie bringt das auch alles nichts. Was ist das da in der Mitte? Leute, was? Das sieht ein bisschen aus wie ein Kyogre, ist aber kein Kyogre. Egal, Leute, wir machen jetzt hier gar nichts mehr. Ich will mir jetzt einfach nur die neue Stadt angucken. Hier gibt es auf jeden Fall mega viel zu entdecken. Also diese Naturzone hier, lol, ist einfach viel heftiger als die erste Naturzone. Junge, was sind das alles für Pokémon? Was bist du denn? Das könnte locker ein legendäres Pokémon sein. Alles klar, also hier gibt es Milliarden Pokémon. Hier kann man sich noch stundenlang aufhalten. Da hinten ist noch ein Haus. Hallo, wir kommen hier noch schätzen, dass du uns gefunden hast. Muss Schicksal sein. Für etwas hat's. Was buddeln wir dir Schätze aus, die dir auf deinen Abenteuern helfen werden? Okay, von mir aus. Na, was geht? Ich habe eine gute Technik, aber mein Bruder hat mehr Ausdauer als ich. Für 500 Watt gebe ich dir einen Schatz aus. Ja, komm, machen wir einmal. Was habt ihr denn so? Ja. Ich habe ein Paddelfossil gefunden. Okay. Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit im Meer lebte. Wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Okay, also da brauchen wir wahrscheinlich noch das Labor, das Fossillabor, damit die irgendwie ausgebrütet werden können. Hallöchen, ich hätte hier etwas Seltenes, das ich in der Naturzone gefunden habe. 100 Watt, ja, easy. EP-Bonbons S. Okay, danke, tschüss. Okay, wir gucken noch einmal ganz kurz, was ist das hier? Noch ein Pokémon-Hort. Ah, ja. Könnte man ja, cool wie man ist, nochmal zwei Evolis reinpacken. Dann kann ich mehr Evolis ausbrüten und vielleicht ist dann irgendwann ein Shiny-Evoli dabei. Kannst du meinen roten Rad nochmal verbessern? Mit 3000 Watt, dann kann er den nochmal verbessern. Okay, heftig. Okay. The fuck ist das? Das sind hier so merkwürdige Pokémon, Alter. Yo. Wie cool. Ja, aber nein. Junge, das sind hier so coole Pokémon. Okay, ich komme hier gar nicht drauf klar, Leute. Okay, Leute, wir machen das jetzt anders. Wir beenden hier diese Folge und ihr sagt mir jetzt in den Kommentaren, ob ich mich in dieser Naturzone noch ein bisschen umgucken soll oder ob wir einfach mit der Story weitergehen sollen. Eventuell wird sich das auch lohnen, einfach mal hier die Naturzone in einem Stream sich anzugucken. Guck mal, was es hier für coole Pokémon gibt. Hä? Also ich könnte mich hier wirklich Stunden aufhalten in dieser Naturzone. Was ist denn los? Ja, also schreibt das mal bitte und dann richte ich mich da nach euch, ob ihr lieber die Story weitersehen wollt, dass wir dann sofort zum nächsten Arena-Typen gehen, der aber wahrscheinlich wirklich dann heftiger ist, als ich das jetzt vermute, oder ob wir uns hier in der Naturzone umgucken. Ja, dann aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Jetzt haben wir heute wirklich gar nichts gemacht, außer in der Naturzone umgegammelt. Ah, strange. Ja, aber dann bis zum nächsten Mal und tschüss.